Hey Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video und das ist wahrscheinlich ein bisschen weird für meinen Kanal, denn wir spielen heute FIFA 24 oder FC 24. Hab auch immer Anlass, das Check 24 Deutschland-Trikot angezogen. Denn wir werden am Anlass heute ein bisschen die Spiele, die UEFA Europa 2024 Spiele ein bisschen nachspielen. Ich habe schon ein bisschen, also eins gespielt gegen Scotland, hier sieht man es sogar. Ich habe 3:0 gewonnen, also Deutschland, hier mit Thomas Müller, einfach bester Mann. Kann man ja auch nur empfehlen. Und wir gehen jetzt rein in Deutschland gegen Ungarn, das ich tatsächlich auch geguckt habe, in so eine Turnhalle. Deswegen wird das für mich ein bisschen nostalgisch. Ich spiele gegen, natürlich mit dem ganzen Team hier. Tut mir leid, falls ich ein bisschen scheiße bin in dem Spiel, aber ich spiele so gut wie gar nicht dieses FIFA. Und vor allem gar nicht hier FIFA Ultimate, weil ich nichts mit Packs hier ausgehe. Heute winkt der Einzug in die K.O.-Runde. Herzlich willkommen heute, liebe Fans. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Oh, es geht schon los. Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Ah, doch, so, es geht schon los. Okay, rein geht's. Ja, schon mal Ball. Das Ball vor allem. Den Ball. Deutschland gegen Ungarn. So, aber hier Thomas Müller jetzt. Sie nicht in die K.O.-Runde kommen hier bei dieser EM 2024. So, komm, und das wir machen dieser Partie wie in echt zusätzlichen Reihen. 2:1. Chance für Musiala. Oh, das wäre so knapp gewesen. Da okay, kann er klären, gut aufgepasst. Hier nehmen wir den Ball. Jawohl, schöner Kopfball. Kann man mal einen weiter Schuss? Ja, da wollte der Flanke machen, aber ich war auch dabei. So, und jetzt komm. Ach, Digga, wo war denn Fritz? Die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. So, komm jetzt ran da. Spielt mit Jonathan Tah in der Abwehr und im Sturm spielen sie mit nur einem Mann und das Ungarner. Ist Niklas Füllkrug. Komm. Ja, die ja. Von ja, voll den wegkicken. Wir sehen bei Ihnen heute. Komm, stell das Bein. 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass dann Nomi... So, jetzt ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Es gibt Abstoß, da hätte er mehr Abstoß. Können. Okay, hier sehen wir nochmal die Wertung. In die K.O.-Runde einziehen. Mal sehen, wir haben insgesamt 3 Punkte schon losgemacht. Ich weiß nicht, ist das zu laut? Selbst gut, weiter geht's. Der Tormann von dem Gegnerteam hat Anstoß. Jetzt Feuer frei. Komm, mach jetzt mal. Tat. Jawohl, Müller. Komm. Ich bin übrigens kein Fußballfan. Nur mal so als Vorteil. Die als starke Macht, das könnte was werden. Ran da. Muss Abschluss geben. Das war doch... Hä? Hä, das Tor hat sich doch bewegt. Warte, ich will die Wiederholung nochmal sehen. Hä, zeig mir die Wiederholung. Ach, Digga. Ich will sofort Wiederholung. Was war denn das gerade? Warte. Wir werden nochmal sehen. So. Ach, Digga, ich bin daneben. Ach, sicher. Ich bin daneben geschossen. Ich habe daneben geschossen und dann ist der Ball gegen diese Mauer da geflogen und dann an das Netz. Ich dachte halt, weil sich das Netz bewegt hat, dass ich es geschafft habe. Aber okay, dann halt nicht. Gut. Noch ein weiteres Mal hat der Gegner wieder Anstoß. Komm, hol den Ball. Jawohl. Ja, ran da. Der Ball jetzt weg. Füllkrug. Müller. Gut so. Ja, Müller ist immer Verlass. Hier gehen wir mal weit außen. Digga, wo schießt du hin? Schnell hinterher. Ballgewinn Ungarn. Ich weiß auch nicht, wie kann man denn so Flanke machen? Ich weiß nicht, mit welcher Taste das geht. Kreis vielleicht? Geht das mit Kreis? Nee, mit Kreis mache ich so ein geht da voll Weitschuss. In diesen Zweikampf. Mit A mache ich passend. Und mit B, mit Viereck mache ich das. So, hier, Thomas Müller, jetzt ran da! Ganz knappe Nummer. Was war denn los? Ich weiß nicht, ob das passiert, nicht auf gleiche Höhe war. Ah, Digga. Das ist mal wieder Betrug. Okay.
bisher noch 0-0. Das soll sich aber jetzt mal ändern. Jawohl, hab den Ball wieder. Rüber zu Musalia. Deutschland mit Drang nach vorne. Thomas, aber damit was machst du da? Haben sie doch keine echten Nimm Probleme. Den Ball, jawohl. André. So, genau, zu Fritz. Ah, da wäre jetzt Platz. Rüber zu Füllkrug und Füllkrug. Ah, und der Tormann. Ey, vom Torwart. Was ist das für eine Scheiße? Ich glaube, ich schreibe viel zu viel rum. Weg. Aber das gibt auch so viel Adrenalin hier. So, rüber an Musalia. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Jetzt. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Boah, ich kann nichts machen. Immer steht irgendjemand im Weg. Oh, das war gut. Das war gut von Andrik. Niklas Füllkrug. Ja, ich pass schon. Mit dem Ball. Müller. Er verhindert, Müller! Dass es da richtig gefährlich ist. Oh, ey, auf keinen ist Verlass, ihr Idioten. Wird. Niklas Füllkrug. So, jetzt da hier. Die Fahne abseits. Da müssen sie sich im 16er mehr bewegen. Abseits. Das ist zu statisch. Meine Maus ist im Weg. Das macht der Abwehr zu einfach. Das sind so Chancen, da musst du mehr draus machen. Ja, Digga, der Kommentator gibt mir jetzt schon auf den Sack. Ich will das viel besser kommentieren. Aber ich mach's lieber nicht. Gut, gleich ist Halbzeit. Randa! Super, jawohl, Müller! Kann gut gemacht, stoppen. Müller! Nein, Müller, warum lässt du den Ball los? Könnte die Führung werden. Komm, rein da! Abseits angezeigt. Ich fluche hier viel zu viel rum. Ich merk schon. Ach, schon wieder. Oh, Cross, was zum Teufel? Gut. Rüdiger! Da musst du wieder Andrit machen. Andrit. Jetzt Rüdiger. Jetzt kannst du mal zeigen, was du kannst. Sie bieten sich an! Wird's. Ja. Schön weit aufteilen. Jetzt hier rüber. Und gibt's jetzt die Führung? Mann, Füllkrug! Füllkrug! Du hättest was machen können. Zieht den Ball gut zurück. Jetzt vielleicht. Ja. Ist es das? Ja. Egal, ja. Wie der Ball ist drin, da jawohl. Muss er gar nicht so festschießen. Da ist doch endlich mal das Tor. Ah, ich muss mal die Kamera ändern. Man sieht gar nichts. So, jetzt müssen wir mal sehen. Ich weiß gar nicht, wo soll ich meine Kamera machen. Ja. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Ja. Erst der Pass nach hinten. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Schön, ehrlich, aus der Distanz saftig, knaftig den Schuss von Musalia. Einfach beste. Ich spreche wahrscheinlich die Namen komplett falsch aus. Jamal Musiala. So. Aber es macht übelst Bock gerade. Ich gebe übrigens kein Geld dafür aus. Es kann weitergehen in diesem Spiel, in dem Müller komm, nur mit einem Tor im Rückstand ist. Ja, geht gut dazwischen. Ja, die Bulgarier, die machen das gut. Muss es fast sein. Komm schon, Füllkrug, du machst das alleine. Ein Tor nach dem anderen, Doppelschlag jetzt. Füllkrug. Was ist das hier für eine Begegnung? Ich schreie viel zu viel rum, aber Füllkrug hat einfach gerade das komplette Team gecarried. Füllkrug ist einfach der Carrier. Schade, Füllkrug. Da war er noch dran. Also, konnte aber das Tor das nicht verhindern. Füllkrug einfach alleine mit dem Tormann gekämpft. Füllkrug, bester Mann. Den folge ich gleich auf Instagram. Deutschland. 2-0 steht's hier, sie machen einen guten Eindruck. Sei ich dumm oder wann kommt denn hier mal Halbzeit? Es ist doch schon längst Halbzeit. Oh, das muss doch ein V geben. So, ein locker Foul. Wird's. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. So, Raum macht er schon. Nee, passt jetzt auf Füllkrug. Der Torwart passt da auf, ganz locker macht er das hier. Ja, der hat auch noch ein paar Augen. Letztes Mal nicht gehabt. Gruß. Müller, komm. Du musst jetzt Müller da durchrasen. Müller macht jetzt Druck, so kennen wir ihn. Füllkrug. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Naja, nicht so gut gewesen. Ja, Jungs, rein da.
Sie gehen dazwischen. Die deutsche Mannschaft könnte es. Deutschland richtig aggressiv hier am Start. Oh, das war nicht so gut. Ja, Bruder Witz, was machst du da? Oh. Fritz, jetzt kannst du nochmal zeigen, was du kannst. Oh, da ist er durch. Pass zu Füllkrug, Füllkrug. Den macht er mit Gefühl. Da muss er gar nicht hart schießen. Füllkrug, ja jawohl. Ich glaube, ich habe zu einfach eingestellt. Ich mache jetzt schon wieder fast 3-0. Jawohl, Füllkrug ist einfach eine Maschine. Ich hätte den klasse, nehmen sollen. Klasse, wie Sie da Ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner Ihr Spiel aufzwingen. Ah, das ist Ballbesitzfußball. Digga, scheiß mal auf Thomas Müller. Füllkrug, beste Mann. Füllkrug, bester Mann, jawohl. Da freut der Typ sich. Der sieht auch einfach geil aus. Gut, ich bin die Schuhe. Es geht weiter, die deutsche Mannschaft mit 3 vorne. Ich sehe manchmal nicht, wo ich bin. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. 2 Minuten, dann kommt endlich mal Halbzeit. Jetzt ist also, das dauert ja ewig. Und davon macht er das Tor. Ganz spannende Szene. Wo schießt er denn hin? Gut zugemacht bei dieser Chance. Oh, mein Team. Okay, Halbzeit. Und mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. Boah, das war heftig. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Wenn er an den Ball kommt, dann wird es gefährlich. Und er macht das gut. Ist Musiala, der war auch nicht schlecht. Aber, Digga, was der andere gemacht hat hier. Warte mal, wie hieß er nochmal? Ich hab den Namen wieder vergessen. Warte mal, Spielinfo. Ah, hier unten hat man es gerade gesehen, warte. Da, Füllkrug. Füllkrug, bester Mann. Er carried alles. Er hat auch eine gute 8,4 hinter Thomas Müller. Aber Thomas Müller, der ist eher so ein Teammate-Dude. Der macht da zwar ein bisschen mit, aber Füllkrug, der carried einfach alle. Okay. Ich steigere mich viel zu viel da rein. Das glaube ich mal. Gut, aber jetzt machen wir mal hier Ende. Wir machen jetzt hier nämlich die letzte Halbzeit, Finale, und wir sehen uns gleich wieder. Gut, Finale, wir haben das Ball, Digga. Boom. Das Ball. Gut, wir haben den Ball. Füllkrug startet. Spiel läuft wieder, die deutsche Mannschaft wir, im Moment. Wir passen hier mal gegenseitig rum. Wir gehen ein bisschen weiter draußen. Ach, Digga, nicht so weit draußen schießen. Komm, ja, Freunde. Oh, komm schon. Reingrätschen. Grätsch rein! Ja, schön das Beinstellen. Jetzt mach doch mal! Gib Freistoß gegen das deutsche Team. Ich glaube, ich krieg gleich eine gelbe Flagge. Ja, Thomas noch Müller, kommt scheiß Karten auf davon, den. Aber allzu oft kann er sich das nicht mehr gelbe erlauben. Karte! Habe ich gerade gelbe Flagge gesagt, ich Idiot? Spiel zu 4, Formel 1. Ja, Thomas Müller, das wird heute nicht. Ich glaube, du wirst gleich gefeuert. Spaß, alles nur Spaß. So, okay, Jungs, schöne Mauer platzieren, schöne Berliner Mauer machen. Und Ball mitnehmen. Super geblockt. Jawohl, gut gemacht. Fritz jetzt vorne. Jetzt können gleich Sie mal passen ansetzen. Zu Musiala. Ganz energisch. Musiala verkackt es, geil. Alter, gib doch mal rein. Den spielt er gut und jetzt wird's gefährlich. Jungs. Ja, den hält er. Ja, okay, Ter Stegen hat's gemacht. Ich kenne die ganzen Leute nicht. Ich bin zu dumm dafür. Ich kenne nur Thomas Müller und... Die Zahlen zeigen es deutlich. Sie sind im Angriff nicht aktiv genug. Sie sind nicht gefährlich. Und Musiala kenne ich. Wenn du keine Chancen rausholst, dann kannst du auch keinen Rückschlag. Ach, guck mal. Hier, Andrich. Jetzt ist da hinten erst bei jetzt hier gefahren. Zu Thomas Müller. Jetzt Müller, Thomas Müller. Das muss es doch sein. Ah, Digga. Also manchmal will der Thomas Müller, aber irgendwann wäre auch nicht. Ball ist bei der deutschen Mannschaft. So ist richtig. Müller. So, jetzt Müller. Müller, du kannst doch nicht immer so machen, dass du es willst, aber danach denkst du dir so, oh ja, ich gebe mal den Ball wieder auf. Also entweder mach es oder mach es nicht. Ja, jetzt hat er den Ball wieder. Der hat Grätsche auf mich gemacht, eindeutig, das habt ihr gesehen. Also jetzt alles auf Kamera. Ich weiß nicht, ob ich das dann aufnehme oder doch nicht, weil ich schreie hier viel zu viel rum. So, jetzt hier. Bo. Mein Team ist die jetzt auf einmal nutzlos.
Jetzt. Jungs. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Komm schon, die halbe Stunde könnt ihr noch da die reingehen. Die DFB-Elf kann hier den Ball zurückerobern. Der wollte reingrätschen, hat aber nicht ganz geklappt. So wird's. Du gehst mal kurz ein bisschen solo. Jetzt rüber zu Thomas. Schön zugemacht. Thomas, überhaupt nicht vorbereitet. Der kriegt gleich so auf die Fresse. Groß. Müller. Jetzt komm mal. Die Riesenchance von Thomas. Müller. Mann, Thomas, hör auf. Spiel oder spiel nicht. Er kann erst mal klären. Mann, Thomas. Ey. Komm. Jetzt müssen wir das wieder reinholen, was Thomas da verbockt hat. Jetzt der Ball bei Ungarn. Ach, Digga. Ungarn. Ungarn kann nichts. Da guckt ihr es an. Kollegen bieten sich an. Sie kommen nicht durch. Ja. Und verteidigt. Und die Chance ist vorbei. Und jetzt Müller. So, Müller. Müller! Mach doch mal bitte was. Ich brauche wieder Füllkrug. Weil Müller kann nichts. Sorry an alle Müller-Fans. Ich finde Müller in sehr echt ja auch Decken, geil. Das war wichtig. Aber hier in dem Spiel verkackt er so hart. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt ran da. Füllkrug, du machst das. Riesenchance. Da hätte er mehr drauf machen können. Füllkrug. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Fast hat es geschafft. Okay, Wechsel. Nein, Füllkrug muss raus. Schade. Okay, jetzt wird das Team schlechter. Spaß. Gut, Kroos ist dafür jetzt drin. Also Kroos ist drin. Gündogan oder wer auch immer ist drin. Und Sanne. Ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Ja, dachte ich auch. Aber jetzt hat sie den Ball verloren. Der Ball Jungs, rein da. Und Grund ist dieses frühe Stören. Zu unkontrolliert abgeschlossen. Ja, die Kugel geht deutlich über. Die Ungarner, die können auch nichts. Deutschland. Okay. So, Jungs, macht euch wieder bereit. Weiter geht's. So, ich kann jetzt Team herbeirufen. Hier, rankommen. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ach so, ich habe Team nach vorne peitschen. Ich habe irgendwas gedrückt. So, jetzt alle vorne. Ball wird abgefangen. Ja, trotzdem verkackt. Jungs. Oh, guter Tormann, Der Tormann ist Beste. Habe ich auch in so vielen anderen Sessions gesehen. Der kann so gut sein. Jetzt Sanne. Sanne macht dasselbe wie der andere. Da passt der klasse auf. Der macht komplett da Sturz. Hält er das Gleichgewicht. Dabei strauchelt er kurz. Ja, er hat das gut gemacht. Klasse Ballgewinn. Vielleicht machen sie jetzt was draus. So, hier rüber. Sané. Jawohl. Fahne ist oben, abseits Sané. Das war nicht regelkonfirmt. War es jetzt von uns nicht regelkonfirmt oder von den Ungarnern? Keine Ahnung. Okay, Freistoß. Schieß doch jetzt mal. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ach, wen spiele ich denn schon wieder? Kalmar. Ich sehe mal nicht, wen ich spiele. Den Ballverlust erzwungen. Da ist Platz für den Konter. Wie kann ich eigentlich so einen Weitschuss machen? Ich glaube mit B. Warte, machen wir jetzt schön weiter. Boah, schöner Weitschuss. Aber der Tormann. Okay, dann nicht. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Es wird eine Auswechslung geben. Ich glaube, der hat das mit Absicht gemacht, damit wir ausschießen. Okay. So, die haben jetzt wieder Freistoß. Schnappt ihr den Ball? Ja, schön. Ich habe einfach die Beste. Das ist völlig klar, aber das hätten sie vermeiden können. Wenn der Pass einen Moment später kommt, ist niemand mehr im Abseits. Ja, diese Geduld musst du natürlich haben. Was ist das? Kommt sowas dabei raus. Ich muss auch ein bisschen näher rankommen. Ich kriege richtig Kopfschmerzen hier bei dem Spiel. Hier 5 Minuten noch. Leute, anstrengend.
Oh, der ist ein bisschen gestolpert. Schönes Dribbling hier. Aber das stellt sich ja, doch vor keine großen mal, Probleme. Rüdiger. Hier direkt an Thomas. Müller mit Platz. Müller! Oh, ey, Müller, du machst mich echt in dieser Session kaputt. Das kann doch nicht Boxer. Wahr sein. Müller, mach doch endlich bitte was. Gastag. Komm mal hinterher hier. Ja, oh. Hier geht's den Vorteil für Deutschland. Was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß nicht, was soll denn das bedeuten da oben? Da oben wird irgendein so ein Männchen angezeigt, aber ich weiß nicht, was ich da machen soll. Angriff erstmal gestoppt, aber ich glaube, das gibt gelb. Boah, der kriegt eindeutig eine gelbe Karte. Was hat der für eine Scheiße gemacht? Ja. Giri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Der Typ ist so blöd gewesen. Nicht mein Rüdiger hier wegballern. Da macht der Kretsch und... Also, das geht hier gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, brauchst du auch nicht so grimmig gucken. Okay, wir haben 2 Minuten mehr. Und wir haben Anstoß. Los, Feuer! Ja, macht das so ist Thomas Müller. Müller, jetzt macht Ball gewinnen, hätte gefährlich werden. Müller, Digga! Schlusspfiff. Ja. Die deutsche Mannschaft holt sich hier also den Sieg in diesem Spiel. Es ist ein deutlicher Sieg geworden und das hat natürlich seine Gründe. Sie waren eigentlich Jawohl. In allen Belangen überlegen und konnten diese Überlegenheit ja, eben also, auch in Tore ummützen. Ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen zu einfach eingestellt. Ist egal. 3:0 für Deutschland. Füllkrug, bester Mann. Nochmal, Shoutouts geht an Füllkrug. Der hat 2 Tore gemacht. 1 Tor komplett alleine, hat das ganze Team gecarried. Und nochmal übelster Downgrade von Thomas Müller. Er wollte zwar mal was machen, aber er hat es immer verkackt. Also er hat immer nur halbe Dinge gemacht. Ja, Thomas, das geht gar nicht. Also wie im echten Leben leider kein 2:1. Also was heißt leider? Seien wir mal froh, dass wir 3:0 haben und kein 2:1. Aber es ist wie in echt, nämlich Deutschland hat gewonnen. Und damit verabschiede ich mich hier in dieser kleinen Runde FIFA. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal spiele, weil ich kann nicht die ganze Zeit rumschreien. Es hat richtig Bock gemacht. Ja. Und schreibt in den Kommentaren Hashtag Ehre an Phil Kruger. Ciao, ciao.